Guten Tag, mein Name ist Svenja Fransen und ich bin Mitarbeiterin der Volksbanken Raiffeisenbanken. In unserem heutigen Tutorial geht es darum, wie Sie unsere VR Banking App nutzen können, wenn Sie bereits bestehende Zugangsdaten fürs Online-Banking haben. Zuerst einmal ist es wichtig, dass wir die VR Banking App aus dem Google Play Store oder dem App Store herunterladen. Das machen wir jetzt einmal. Zudem ist es notwendig, dass Sie Ihren VR-NetKey oder Alias sowie Ihre PIN, also Ihr Passwort, für Ihr Online-Banking bereithalten. Wenn die App dann runtergeladen wurde, klicken Sie bitte auf Öffnen. Jetzt ist es wichtig, dass wir die App entsprechend einrichten. Unten in der Mitte finden Sie den Button App einrichten. Klicken Sie bitte darauf. Sie müssen sich jetzt ein App-Passwort einrichten. Bitte achten Sie auf die vorgegebenen Sicherheitsstandards. Dieses Passwort muss zweimal hintereinander eingegeben werden. Wenn Sie sich ein Passwort ausgedacht haben, klicken Sie bitte auf Weiter. Sie werden jetzt von der VR Banking App gefragt, ob Sie die Gesichtserkennung oder den Fingerabdruck freigeben möchten. Hier dürfen Sie natürlich entscheiden, wie Sie es möchten. Diese Einstellung kann jederzeit rückgängig gemacht werden. Im nächsten Schritt müssen Sie die Konten Ihrer Bank hinzufügen. Dafür geben Sie ganz einfach den Namen Ihrer Bank oder die Bankleitzahl in das Suchfeld ein. Unsere Autovervollständigung unterstützt Sie bei der Suche nach der richtigen Bank. Klicken Sie jetzt auf Weiter. Sie werden jetzt auf eine Anmeldeseite weitergeleitet. Geben Sie bitte in die erste Zeile Ihren VR-NetKey oder Alias ein. Den tippe ich jetzt auch mal ein. In der zweiten Zeile ist Ihr PIN gefragt. Ihr PIN ist nichts anderes als Ihr persönliches Passwort fürs Online-Banking. Bitte geben Sie auch dies hier ein. Klicken Sie dann auf den Button Anmelden. Wenn Sie die Daten erfolgreich eingegeben haben, wurden Ihre Konten hinzugefügt. Die VR Banking App ist jetzt startklar. Wenn Sie sich beim nächsten Mal in der VR Banking App anmelden, ist es in der Regel nur notwendig, dass Sie Ihr Anmeldekennwort für die App eingeben oder entsprechend Ihren Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung nutzen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer VR Banking App. Wussten Sie eigentlich, dass die Volksbanken Raiffeisenbanken Genossenschaftsbanken sind und ihren Mitgliedern gehören? Cool, oder? Sprechen Sie uns einfach an!